In diesem Video verrate ich dir drei Dinge, die Frauen sich im Bett wünschen, die aber kaum ein Mann tut. Und diese Dinge weiß ich zum einen schlicht, weil ich eine Frau bin, weil ich viele Freundinnen habe, mit denen ich über mein und deren Sexleben quatsche. Vor allem aber auch, weil ich als Sexualberaterin viele Paare bei mir in der Beratung habe, die mit mir darüber reden, was vielleicht nicht so gut läuft, wo Frauen mir sagen, hey, das und das fände ich gut und wo ich dann auch das Feedback bekomme, ah, okay, das ist was, was der Mann noch nicht so genau weiß. Und die drei Dinge, die da am wichtigsten sind, die am häufigsten vorkommen und die vor allem bei den meisten Frauen am allerbesten funktionieren, verrate ich dir heute. Ich bin Lisa Mucke, ich bin studierte Kommunikationspsychologin, ich bin Sexualtherapeutin und Mama von zwei Kindern. Und die erste Sache, die Frauen im Bett wirklich gut finden, die aber fast kein Mann macht, ist, eine sexuelle Stimmung zu erzeugen. Und zwar nicht, indem man auf die Frau zukommt und fragt, hey, wollen wir Sex haben oder wollen wir es probieren oder wollen wir rübergehen? Oder indem er zu ihr kommt und sie irgendwie anfasst, direkt zwischen die Beine oder an die Brüste, sondern eine sexuelle Stimmung zu erzeugen, wo es irgendwie so ein bisschen aufregend ist, so ein bisschen spannend, so ein bisschen kribbelig und sowas in der Luft schwebt. Und das, was die meisten Männer machen, ist, dass sie da einfach sich so vorsichtig antasten, so ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollen, was ja auch total verständlich ist. Ne? Und deswegen so fragen, einfach sagen, hey, hast du Lust, wollen wir rübergehen, wie sieht's aus? Oder manche Männer fragen auch, was hast du heute Abend noch vor? Was ist jetzt noch der Plan heute Abend? Die Frau war schon, ah, okay, das meint er jetzt damit. Viel schöner ist es ja aber, wenn man gar nicht gefragt wird, wenn man eher so da rein gleitet einfach. Und das funktioniert zum Beispiel, wenn ihr zusammen im Bett liegt, indem du das verbal machst, ja, indem du zum Beispiel anfängst, Dinge zu beschreiben oder zu kommunizieren, was du gerne mit ihr machen würdest, was du prinzipiell gut findest. Du kennst ja deine Frau auch schon ein bisschen, das heißt, du weißt vielleicht, was die Dinge sind, die sie gut findet. Und wenn man so langsam in dieses Thema überleitet und das so ganz, ganz allgemein anfängt zu beschreiben, dann kann das sehr, sehr schön sein, dass man merkt, ah, okay, es geht gerade um ein anderes Thema. Ne? Es geht nicht um den Alltag, es geht so ein bisschen mehr in eine sexuelle Richtung und sie sich dann ganz leicht darauf einlassen kann. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Ne? Ihr könnt zum Beispiel auch auf einem körperlichen Weg in eine Lust kommen. Was viele Paare machen, ist, dass sie so spielerisch miteinander kämpfen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gemacht. So wie so ein bisschen rangelt im Bett und sich so umhertollt, was sehr Schönes ist. Ne? Also je mehr Spielerisches ihr in eure Sexualität bringt, desto besser. Und als Frau zu spüren, dass du als Mann deutlich stärker bist, ne, dass du sie zum Beispiel festhältst, kann auch was sein, was gleich eine sehr große Spannung und eine Erregung und eine Leidenschaft erzeugen kann. Das Zweite, was sich die meisten Frauen im Bett wünschen, was aber nur wenig Männer machen, ist richtig langsam zu sein. Und zwar mit allem, was du tust. Langsam im Sinne von sich viel Zeit nehmen, bei den Berührungen langsam sein, aber auch lange warten, bis man zu bestimmten Zonen geht. Das, was Frauen sich eigentlich wünschen, ist, dass sie Lust auf Sex bekommen, bevor sie merken, dass du Sex willst. Das heißt, wenn ihr im Bett liegt und kuschelt, dass du sie streichelst, aber nicht an den erogenen Zonen, dass du nicht nach, sage ich jetzt mal, 5 Minuten rumknutschen und sich so ein bisschen anfassen und sagst, so, und jetzt gucke ich mal so ein bisschen, jetzt gehe ich mal an die Brüste, sondern dass du es ganz langsam machst. Und die beste Technik, sie dann auch in eine lustvolle Stimmung zu bringen, ist, dass du immer in die Nähe dieser Zone streichst, aber wieder weg. Und zwar auch langsam und zart. Nur so ein bisschen mit den Fingerspitzen, so ganz spielerisch und auch wirklich hier wieder spielerisch. Ne? Also so ein bisschen gucken, dass du dich annäherst und wieder aufhörst und dass es mehr so ein Hin und Her und ein Anfang und Aufhören, sondern wie so ein Tanzen ist, also was Spielerisches, dass du ein bisschen mit ihr spielst, sodass sie die Idee bekommt von, oh, er fährt da vielleicht hin und dann nicht denkt, oh, ich bin noch nicht so weit, sondern sich denkt, ah, okay, ich weiß nicht und dann gehst du schon wieder weg und dann denkt sie sich, warum ist er jetzt eigentlich weggegangen? Und dann wird es mit der Zeit so sein, dass sie immer mehr und mehr will, dass du sie da jetzt endlich berührst und das ist, was Frauen wollen. Und das ist auch noch ganz wichtig, wenn du denkst, dass du langsam bist, werd noch langsamer. Ganz, ganz relevant, weil die meisten Männer, die meisten Menschen einfach viel, viel schneller sind und viele Männer halt von sich und ihrer Lust ausgehen, ihrer Erregung und die meisten Männer einfach schneller in die Lust und in die Erregung kommen. Und ganz wichtig, es gibt keinen zu langsam. Also du kannst als Mann nicht zu langsam sein, weil wenn die Frau so erregt ist, dass sie unbedingt weitergehen will und quasi schon total frustriert ist, dann wird sie es dir kommunizieren. Das heißt, sei lieber langsam und halt sie hin. Es wird sie viel mehr erregen, viel, viel geiler machen, als wenn du
schnell bist, voranpirscht und sie nicht hinterherkommt mit ihrer Lust. Die dritte Sache, die ich dir mitgeben möchte, die du gerne machen kannst, die viele Frauen gut finden, aber wenig Männer machen, ist, den ganzen Körper zu benutzen. Viele Männer konzentrieren sich bei Sexualität sehr auf ihren Penis, auf die Penetration und darauf, was sie mit ihrem Penis machen können. Bei der irgendwie sehr im Fokus steht, ist ja auch normal. Viele Menschen denken, bei Sex hat einfach automatisch an Penetration. Du hast aber deinen ganzen Körper und an deinem Körper gibt es so viele andere Dinge, die auch unglaublich toll, erregend und vielleicht sogar auch noch erregender sind. Und wenn der Fokus beim Sex nur so auf dem Penis liegt und sonst aber kaum andere Dinge passieren, dann kann es auch langweilig werden. Was also schön ist, ist, wenn du deinen restlichen Körper mit benutzt. Du hast also Hände, mit denen du deine Frau anfassen kannst, mit denen du sie festhalten kannst, streichen kannst. Du hast aber auch deine Arme. Ne? Du kannst deine Frau, wenn du zum Beispiel oben bist, auch richtig umarmen, festhalten. Sie spürt deine Armmuskeln um sie herum. Es wird vielleicht auch ein bisschen enger. Sie hat deinen Kopf neben sich. Sie kann deinen Atem spüren. Du hast deine Lippen, du hast deine Zunge. Du hast auch allgemein die ganze Schwere und Wärme deines Körpers. Das heißt, du hast so viel mehr, was du benutzen kannst, um auch andere Zonen ihres Körpers mit einzubinden. Ne? Und es muss auch nicht immer ein Stimulieren mit der Hand sein. Es kann auch sein, dass du dich einfach mit deinem ganzen Körper an ihr reibst, bevor du in sie eindringst. Ne? Das heißt, versuch da wirklich deinen ganzen Körper mit einzubringen, weil es das Ganze viel lustvoller, viel abwechslungsreicher macht, als wenn du dich vor allem auf die Penetration konzentrierst.